Hast du dich schon mal gefragt, welchen Puls du mit dem Motorrad auf der Rennstrecke haben solltest oder in welchem Bereich du dich bewegst? Oder hast du dich vielleicht gefragt, mit welchem Puls ich da draußen rumfahre? Wir machen das Experiment. Ich habe hier eine ganz normale handelsübliche Pulsuhr. Die werde ich mir dann umschnallen und werde mal eine eigene 3, 4, 5 Runden hier in Rijeka drehen. Nicht dementsprechend langsam, natürlich auch nicht am Limit. Ich habe leider nur die Honda dabei. Aber das wird schon eine zügige Runde werden. Und dann schauen wir mal, was die Pulsuhr denn bei mir für eine Herzfrequenz aufzeichnet. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Das ist nicht getürkt. Sind wir gespannt. Bleibt dran, wird spannend. Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky. Following our hearts, so then we take a ride wherever. Okay, das war ursprünglich eigentlich der Plan. Der Plan ist nur leider nicht so aufgegangen, wie ich mir das gerne erhofft hätte. Und zwar habe ich von Rijeka, Kroatien, nach Ungarn zum Pannonienring switchen müssen. Der Vorteil daraus wurde aber, dass ich nicht mit der Honda fahren musste, sondern mit der R1 fahren konnte. Okay, warum der Plan nicht funktioniert hat, hat einen anderen Hintergrund, ist nicht so positiv. Wir konnten hier auf dieser Strecke nicht mehr fahren. Somit gingen wir zum Pannonienring ein paar Wochen später und ich habe mein Experiment mit der Pulsuhr hier weitergemacht. Oh, es wird echt Winter, hey. Sobald es im Edeka und im Kaufladen hier diese Lebkuchenherzchen gibt. Mit Winter. Okay. Davon abgesehen, dass das Ganze relativ unkomfortabel ist, wenn du so eine Pulsuhr irgendwie am Handgelenk hast. Also ich habe eigentlich immer nie hier eine Uhr dran. Ich mache die immer ab zum Fahren, weil ich Kombi und Handschuhe, das ist ja das ist relativ unangenehm. Von dem her habe ich das einfach mal fürs Experiment gemacht. Und interessant zu fühlen ist, wie nervös, dass man automatisch wird, wenn man dieses Ding oben hat. Wenn man weiß, okay, du bist jetzt quasi GPS-technisch und pulstechnisch irgendwie gescannt. Und das macht irgendwie ein Stück weit nervöser. Bevor wir jetzt aber in die tatsächlichen Pulsregionen eintauchen, die ich da gehabt habe, schauen wir mal, was jemand anders dazu sagt, was er denkt, was ich für einen Puls habe. Oder ihr oder wer auch immer. So, jetzt habe ich mal einen richtig erfahrenen aus der Branche, aus der Szene da, unser Frankie, grüß dich. Hallo, grüß dich, hallo. Wie bist du früh mit deiner Veranstaltung gerade so da? Ja, wunderbar. Siehst du, das Wetter spielt wieder mit, so wie die letzten 10 Jahre auch hier im Oktobertermin im Rijeka. Also wir sind wunschlos glücklich und was mich vor allem sehr freut, noch keine Stürze in die 2 Tage. Das ist ja perfekt. Naja, das spricht natürlich für die Veranstaltung, gell? Jetzt muss ich mit dir fragen, Frankie, ich mache ja gerade einen Bericht darüber, welche Pulsfrequenz so ein Motorrad-Rennstreckenfahrer draußen auf der Rennstrecke hat. Ich mache später nachher für mich quasi den Beweis mit der Pulsuhr. Was denkst du, hat so der erfahrene Rennstreckenfahrer für einen Durchschnittspuls, wenn er da draußen fährt? Ich würde jetzt einmal schätzen, es kommt vermutlich darauf an, ob er im freien Fahren ist oder in einem Rennen, weil ich schätze mal, dass er, wenn er am Start steht beim Rennen, schon vermutlich mit 130 oder so wegfahren wird. Und ich tippe zwischen 170 und 190. Ja, das glaube ich auch. Also ich hoffe noch, dass ich quasi ein bisschen so in Richtung 160 gehe, weil ich da ganz viel fahre im Moment, gell, und relativ routiniert bin. Aber so der Durchschnittsfahrer, wie du schon sagst, also ich denke, dass er mindestens 170 haben wird. Ja. Aber ich denke, dass es vielleicht auch abhängig davon ist, wie viel das jemand fährt, meinst du nicht? Natürlich kommt es vor allem, glaube ich, darauf an, wie trainiert er ist und wie einfach ihm das Fahren fällt. Weil der, was noch nicht so sattelfest ist, der muss ja viel mehr halten. Ich kann das halt nur aus meiner Erfahrung sagen, weil du weißt, ich bin aktiv sehr lange Motocross gefahren und da sind wir auch mit Pulsuhr gefahren und ich bin vom Wegfahren bis zum Start ist der Puls auf 130 gegangen, obwohl man noch gar nichts da hat, keine Anstrengung. Und dann habe ich so die Rennen habe ich aufgezeichnet, die 15 Minuten Rennen zum Beispiel bin ich nicht unter 180 gekommen. Also immer zwischen 180 und 195, mein Maximalpuls ist 200, also das ist extrem, wenn du das wem dazu ist, das glaubt ja gar keiner, aber es ist so. Ja, du bist natürlich auch dementsprechend trainiert. Das sieht man, wenn du maximal bist 200, das muss erst mal schaffen, gell? Ja. Okay, jetzt probieren wir es aus. Ich bin gespannt, was ich haben werde. Du bist schaust aus, wir haben jetzt Oktober 2019. Haben die Termine für nächstes Jahr eigentlich schon zur Verfügung? Weil ich meine, da fragen jetzt schon alle, wie schaut es nächstes Jahr aus? Wo bist du? Wo kann man fahren?
Also wenn wir sie noch nicht wüssten, waren wir schon sehr spät dran. Aber die Wahrheit ist, dass die Verträge mit den Rennstrecken immer erst im Oktober unterschrieben werden. Und ich habe bis jetzt noch nicht alle Verträge unterschrieben. Und wir wollen das so handhaben wie die letzten Jahre auch. Wir wollen die Termine wirklich erst online geben, wenn wir unterschrieben haben, weil dann sind sie ja fix. Und das ist bei uns immer, wir haben immer Ende Oktober die Jahresabschlussfeier mit Siegerehrung. Ist heuer am 2. November im Schlosshotel Zeilern bei Amstetten. Jeder Motorsport weiß herzlich willkommen. Und an diesem Tag wird auch die Homepage mit den aktualisierten Terminen online gehen und natürlich auch gleich zum Buchen sein. Okay, das ist natürlich super, habt ihr es gehört. Ich verlinke natürlich an Frenkie Miguel-Moto wieder unten in der Beschreibung. Schaut mir vorbei, vielleicht haben dann auch welche Termine für euch dabei auf den dementsprechenden Rennstrecken. So, wir gehen jetzt da in die Rennen, hoffen wir, dass nichts passiert, hoffen wir, dass ein paar gute Zeiten gefahren werden und hoffen wir, dass wir die Veranstaltung hier, das Cooldown hier in Rijeka dementsprechend ruhig abschließen können. Also danke dir, Frenkie, für die Saison. Gell? Danke, viel Spaß weiterhin. So, ich ging dann raus am Pannoniering mit meiner 1. Nebenbei, wir hatten ein mega geiles Event noch Ende Oktober, musst dir vorstellen, mit wirklich 25 Grad waren für den Pannoniering perfekte Verhältnisse. Also wenn man die Rennstrecke bedenkt, waren es tatsächlich perfekte Verhältnisse und wir hatten wirklich ein tolles Event. Ich hatte nur einen Kunden als Instruktion dabei und konnte 2 Tage wieder mal für mich fahren, mich ein bisschen frei fahren, einfach wieder mal auf meinem Level trainieren und es hat mir richtig gut getan. So, dann habe ich natürlich hier die Uhr aufgepackt und bin hier rausgegangen und habe halt irgendwie so nur 3-4 Runden gedreht. Und ich war echt überrascht, wie krass sich das Ganze ausgewirkt hat. Allein die Tatsache zu wissen, dass du diese Pulsuhr drauf hast. Wir haben das natürlich kombiniert mit einem Onboard-Video, falls du es nicht gesehen hast. Link in der Beschreibung oder hier oben. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst, oder vorgestern. Irgendwie noch nicht lange her habe ich das released. Kannst du dir anschauen, falls du nicht gesehen hast, kannst du mal reinschauen. Ich zeige dir nur jetzt kurze Ausschnitte. Dann war noch ein richtig netter Typ bei mir in der Box. Der Samuel war bei mir in der Box und der hat coole Kamera dabei gehabt, so ähnliche wie ich und tut gern fotografieren und hat auch ein längeres Objektiv dabei gehabt. Da habe ich gesagt, hey, komm doch mal mit raus auf die Strecke, zieh dir ein Leibchen an, ich organisiere das, dass du raus kannst und dann machen wir halt richtig coole Slow-Mo von mir und so. Und war natürlich interessant, weil ich habe den halt positioniert, gesagt, geh Kurve 4 hier und hier. Ich möchte quasi, dass du quasi vom Eingang zum Kurvenscheitelpunkt, zum Ausgang alles filmen kannst und dass ich das dann im Nachhinein auch mit Slow-Motion machen kann, also mit 100 Frames oder so. Und es hat mega geil ausgesehen, also wirklich, seht euch an, es war Hammer. Und da kann man auch mal analysieren, also ich kann das bestimmt auch öfter hernehmen zum Analysieren. Aber es war halt quasi in dem Turn, wo ich die Pulsuhr drauf hatte. Um einfach mal zu sehen, hey, was geschieht da eigentlich, wie läuft das ab, wie geht das und so weiter. Aber es war auch interessant, weil ich wusste ja, wo der Samuel quasi stand und wusste quasi, aha, ich muss jetzt hier exakt, muss ich jetzt natürlich High Performance. Das muss natürlich, erstens muss gut ausschauen auf dem Video, es muss auch einigermaßen zügig sein. Ich muss natürlich den Punkt exakt treffen und umso beobachtet, also ich war quasi dreimal beobachtet. Einmal von der GPS, einmal von der Pulsur und vom Videomann in dem Fall. Das macht irgendwie gewisse Nervosität in das Ganze rein. Okay, tun wir aber gar nicht lang rum, schauen wir es uns mal an. Was habe ich denn letztendlich tatsächlich? Was habe ich denn tatsächlich Puls auf der Uhr gehabt? Müssen wir schnell hier in den Computer reinspringen. Ich nehme euch mal mit. Witzigerweise hat meine GPS-Uhr hier da ein paar verschiedene Strecken erfunden. Ich glaube, es hat nur einmal 100%ig gepasst, aber der Rest war irgendwie nicht so wirklich die richtige Strecke. Vor allem hier hinten, glaube ich, hat das GPS-Signal gefehlt. Aber wie auch immer, ist jetzt halt nicht so tragisch. Interessant ist schon mal, ich gehe hier los, ich schalte den Puls ein, war aber schon irgendwie fertig angezogen und habe einen 111er Puls. Also das ist schon mal so mein Startpuls. Da bin ich noch keinen Meter gefahren. Das ist alleine nur das Adrenalin, das hochkommt, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt hier ein bisschen fahren, der Samuel ist draußen, macht ein Video, ich werde quasi von der Pulsur überwacht. Also das ist so geistiger Druck, den ich mir quasi selbst erschaffe. Und ich denke, das macht schon mal 10 bis 15 Schläge aus, die quasi unnötig oben drauf kommen.
Es kann natürlich sein, dass wenn der ein oder andere von euch von Haus aus unerfahrener ist, nicht so viele Kilometer hat wie ich und sich den Druck schon von ganz alleine macht, egal ob jetzt hier jemand filmt oder ob hier jetzt gemessen wird oder so, sondern dass der von alleine schon da ist. Aber mir ist halt dann so on top kommt es dann dazu und das merke auch ich sehr wohl, dass das Ganze einfach belastet. So, dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich losgefahren bin, der ist ungefähr... Hier fahre ich los, habe ich schon 122, also habe ich schon nochmal 10 Schläge mehr, obwohl ich da jetzt gerade mal in der Boxengasse losgefahren bin. Also siehst du mal, wie krass das eigentlich ist. Auf der Strecke angelangt, waren es dann auch irgendwo gleich 128. Und das Ganze ging hoch in der ersten Inlap irgendwo bis auf 145, Sprunghügel 152. Und das erste Mal über die Startziel drüber waren es dann auch schon 163. So, und jetzt kam die Runde, wo ich auf dem Moto2-Fahrer aufgelaufen bin von meiner Onboard-Lab, die du vielleicht schon gesehen hast. Und dann ging das weiter, 166, 168, 170, 174. Boah, am Sprunghügel angelangt 179. Wir bedenken, ich bin jetzt quasi in meiner ersten gezeiteten Runde, also sprich eigentlich erst in der zweiten Runde. Also in der ersten gezeiteten, aber in der zweiten fliegenden oder fahrenden. Und der blieb dann relativ lange auf 180, Startziel 180, 180 und dann ging er da hinten rüber, kam ein bisschen runter wieder so kurzzeitig, so auf 179 mal, 178 kam er mal runter und da hinten, da kam er dann hoch bis auf Maximalpuls 187, 187 war der Maximalpuls und das ist echt krass, dass er so hoch geht. Was mir natürlich zeigt, ist gut, ich mache natürlich viel Sport und ich weiß, wo ich meinen Pulsbereich habe. Wenn ich so Fahrrad fahre, Rennrad, kriege ich den schon so auf 190. Aber ich denke, dass 190 irgendwo mein Maximalpuls ist. Ja? Und dann bin ich es wirklich kurz vor knapp vom Maximalpuls oder man kann sagen, ich bin am Maximalpuls. Und dann sieht man mal, wie extrem anstrengend unser Sport ist. Wenn man bedenkt, Vinales hatte beim Rennen 125, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so cool ist, dass die cool sind und dass die extrem trainiert sind, dass ich ein absoluter Nasenbohrer in allen Lebenslagen gegen solche Typen bin, ist vollkommen klar. Aber dass sich der Puls so dermaßen unterscheidet, ist echt heftig, hätte ich nicht gedacht. Es wäre mal interessant, wenn einer von euch das auch schon mal gemacht hat. Natürlich kann ich auch mit 120, 130er Puls rundum fahren. Wenn ich jetzt eine Instruktion mache mit einem tendenziell langsameren Schüler, dann bin ich da so entspannt. Natürlich habe ich da nur 120, 130. Aber hier mit der 1000er am Pannoniering relativ zügig. Es war nicht meine schnellste Runde, aber sie war schnell. Und es ist halt extrem anstrengend am Pannen, weil wenn ich bedenke, ich bin halt irgendwie zwischen jedem Kurvenausgang zum nächsten Kurveneingang irgendwie auf dem Hinterrad und dann merkst du halt schon irgendwie, jetzt muss ich das mal hier ausschalten, speichern, ja, und dann merkst du halt schon irgendwie, wie anstrengend das Ganze ist und das hast du halt zum Beispiel mit der 600er Ampan nicht, aber auch mit der 1000er zum Beispiel hast du das nicht, wenn du am Slowakiering oder in Brünn fährst, da bist du viel entspannter. Aber Pannoniering ist halt echt so dieses Oberding. Dann kommt natürlich auch dazu, da könnten jetzt auch viele sagen, klar, Pannoniering, so schlecht ist er gar nicht, aber er ist halt schlecht. Der Asphalt ist schlecht, der Grip ist schlecht, es ist überall Bindemittel. Das Vertrauen ist einfach nicht so da. Klar kann man trotzdem auch schnell fahren, aber das Vertrauen ist einfach nicht so da. Und das siehst du bei allen Alpe-Fahrern oder allen richtig schnellen Fahrern, wenn du dir Fotos ansiehst, wie die am Slowakia in Rijeka in Brünn fahren und wenn du dir Fotos ansiehst, wie die am Pannoniering rumeiern und genauso eier ich da auch rum, da bremst du in die Kurve rein und denkst so, Vorderrad und du kannst Hinterrädern neu raufschnallen, was du willst, so, du hast da Traktionskontrollen, Eingriffe bei 30 Grad Schräglage eben mit Halbgas, da wo ich einfach auf anderen Rennstrecken keinen Eingriff mehr habe und da kann man jetzt drüber streiten, aber er ist definitiv schlechter wie andere Rennstrecken. Und das habe ich natürlich im Kopf und genau deswegen pusht es natürlich zusätzlich einfach das Adrenalin und pusht natürlich auch den Puls, weil da ein bisschen Nervosität einfach mit dabei ist. Da hast du natürlich den Sprunghügel, da wo du da im vierten Vollgas drüber kommst und nicht da, keine Ahnung,
gefühlt drüber fliege, ja, und sieht auch am Foto so aus, ich blende es mal ein, mega krass anstrengende Strecke einfach. Boah, hätte nicht gedacht, dass ich 187 habe, aber es ist halt so. Würde mich interessieren, falls du da auch mal Erfahrungen hast, ob du das schon mal gemessen hast, welchen Puls du hast, vergleich's mal oder mach es einfach mal, auch in verschiedene Runden, verschiedene Turns, wo du sagst, da fährst du mal gemütlich, dann fährst du schneller. Ich weiß noch nicht, wenn man das komfortabel am allerbesten macht, weil das drückt halt irgendwie gewaltig im Handschuh und ach, unangenehm ohne Ende. Also nochmal ungern. Ne? Schreib's mal in die Kommentare. Was gibt's auch Neues? Genau, wer es noch nicht weiß, es gibt auch jetzt meine Klamotten, meine Caps und meine T-Shirts und verschiedene Caps, auch so oldschool. Das oldschool ist eigentlich auch für die so ältere Generation oder die halt nicht so neumodern wie die Snapbacks sein wollen. Ich finde sie alle drei cool. Gibt es jetzt inklusive den Hoodies und den T-Shirts bei mir im Shop. Sind erhältlich. Freue mich natürlich darauf, wenn die jemand von euch anzieht, weil die sind mega geil. Jetzt vor allem im Winter, so richtig warm, da brauchst du keine Jacke nicht. Ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Genau. Ansonsten schreib es mal gerne rein, was du schon mal Erfahrung gemacht hast bezüglich Puls auf der Rennstrecke. Hast du ihn schon mal gemessen oder mach's doch einfach mal. Wenn du mit mir nach Spanien gehst, freue ich mich, wenn wir uns miteinander sehen. Ansonsten neue Termine für nächstes Jahr 2020 kommen jetzt am 3. November online. Bei mir einfach auf der Homepage in den Kalender reinschauen und mich dann anschreiben bezüglich Instruktion, was auch immer du haben willst. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, vielleicht war das ein bisschen aufschlussreich, dass auch ich nicht immer die coolste Socke bin, so wie ich vielleicht mache und tue, sondern dass es mich natürlich auch dementsprechend hat und mit 187 kannst du dir vorstellen, wie ich da geschwitzt habe. Gib einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat, darfst du natürlich gerne auch den Kanal abonnieren, falls du mich noch nicht kennst. Ich freue mich, bis dahin und zum nächsten Mal. Ciao. Think of leaving, my mind takes me back to fall.